Ein wunderschönes Kfz, was für euch das Richtige sein könnte. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Ich bin ein bisschen überrascht hier bei meinem Kaffee. Der Tag war lang. Ich habe gedacht, ich tanke noch mal ein bisschen Kraft, bevor ich euch was ganz Interessantes zeige. Und genau damit fangen wir an. Kommt mal mit. Wir gehen mal rüber in die Werkstatt. Das ist nämlich jetzt Winterzeit. Und da ist alles ein bisschen kälter und dunkler. Und wir müssen warten, bis die Werkstatt frei ist, damit wir euch was zeigen können. Und zwar schauen wir uns heute mal wieder ein gebrauchtes Reisemobil an. Ich gehe vorweg, ihr kommt mir hinterher. Wir haben einen weiteren Lastrada Regent S Allrad mit noch mehr Ausstattung als beim letzten Mal, aber auch ein bisschen älter. Was der kann, wie alt er ist, was cool ist, was vielleicht noch gemacht werden müsste, das schauen wir uns im heutigen Video an. Und vielleicht ist das ja diesmal exakt dein Auto, wenn du beim letzten Mal einen kleinen Tick zu spät warst. Viel Spaß! Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Und was mich am allerglücklichsten macht, ist, dass wir mal wieder einen super interessanten Gebrauchten hatten. Der letzte Regent S, das hat mich total beeindruckt, war so schnell weg, dass wir ihn quasi nachmittags veröffentlicht haben und ich am nächsten Morgen schon per E-Mail recht konkretes Interesse hatte und dann ging das wirklich Schlag auf Schlag. Deswegen auch hier gleich am Anfang einmal ganz kurz die Einordnung, was wir hier bei dem Video machen. Wir wollen euch zeigen, wie gebrauchte Fahrzeuge aussehen und für denjenigen, der was sucht, vielleicht sogar das richtige Auto mit dabei haben, damit das genau euer Auto sein könnte. Das heißt, exakt dieser Regent S steht aktuell zum Verkauf. Solange er noch da ist, wird unten in der Videobeschreibung ein mobile.de-Link drin sein. Wenn er irgendwann verkauft ist, wovon wir ausgehen, dass das passieren wird, nehmen wir den Link raus. Damit ihr erstmal die Fakten zu dem Auto habt. Also, wir haben einen Lastrada Regent S. Der basiert immer auf dem Mercedes Sprinter. Hier haben wir als Basisfahrzeug das 3,5-Tonnen-Chassis mit dem Allradantrieb, den ihr ja schon gesehen habt in dem kurzen Zusammenschnitt, den Vladi euch gemacht hat. Serienmäßig ein 3,5-Tonner von Lastrada aufgelastet auf 3,88 Tonnen. Warum das bei dem Auto wichtig ist, erkläre ich euch gleich zwischendurch. Der Wagen hat so, wie er hier steht, knapp unter 50.000 Kilometer, ungefähr 49.500, ist zweite Hand, wobei zweite Hand eine Familie ist, Vater und Tochter, die das Auto nacheinander gefahren haben und hat nahezu Vollausstattung. Ich merke an allen anderen Fahrzeugen, dass es immer noch was gibt, was man machen kann. Um euch nochmal kurz abzuholen, bei dem anderen Regent S von neulich habe ich auch gedacht, der wäre fertig. Und da passiert noch eine ganze Menge mit, da dürft ihr auch gespannt sein, was wir machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, einfach Kanal abonnieren, da kommt in Kürze auch nochmal ein Video, was man in so einen voll ausgestatteten Regent S doch noch alles einbauen kann. Ich war selbst überrascht, wie viel wir noch gefunden haben. Länge, Breite, Höhe, wie sie im Schein stehen, sind hier absolut irrelevant. Aber um sie einmal gesagt zu haben, ist 5,93 lang, irgendwas um 2,90 hoch. Aber er hat so viel An- und Umbauten, dass die Länge, die drin steht, gar nicht zählt. Also zeigen wir euch das Stück für Stück. Die genauen Maße sind vorne nämlich drin. Wir drehen jetzt einfach mal eine Runde um das Auto rum. Und ich erzähle euch ein bisschen dazu. Ich habe den damals mit ausgestattet. Deswegen habe ich ganz gut, glaube ich, den Überblick, was wir gemacht haben. Eine der Kernaussagen, die man bei dem Auto machen muss, ist Gewicht, Gewicht, Gewicht. Man muss hier ganz klar sagen, wir haben damals ziemliche Klimmzüge gemacht. 2016 war das Thema Gewicht aber auch noch nicht ganz so hoch gehängt, um ihn irgendwie als 3,5-Tonner zulassen zu können. Das heißt, aktuell, so wie er hier steht, ist er in den Papieren ein 3,5-Tonner. In meinen Augen ist das absolut kein realistisches Fahrgewicht. Man sollte den Wagen wieder auf die ursprünglichen 3,88 Tonnen, die er haben kann und darf, auflasten. Dann hat man damit auch keinen Schmerz. Warum ist das für das Auto keine Option? Wir zäumen das berühmte Pferd heute mal von hinten auf. Das fängt schon hier hinten an. Basisfahrzeug. Mercedes, 3 Liter, 190 PS, Automatik, alles schon von Haus aus schwer. Jetzt kommen wir aber noch und bauen alles dran, was schwer ist. Wir haben eine Anhängerkupplung dran, die ihr wegnehmen könnt.
Wir haben hier eine Motorradbühne dran, die darf 170 Kilo tragen. 170, 170. Also 170 Kilo, ein echtes Motorrad. Und das Geile an der Bühne ist, dass ihr die sogar seitlich verschieben könnt. Wir haben ein Reserverad hier hinten auf der Hecktür. Was mag so ein Rad wiegen? 30 Kilo, Halterung die nächsten 10. Also es ist Kilos um Kilos, die an dem Auto dran sind. Da hilft es auch nicht, dass der sogar schon eine Lithiumbatterie drin hat. Am Ende ist das ein 3,88-Tonner. Ich habe drinnen einen Aufkleber gesehen von dem Vorbesitzer. Da steht drin Gewicht 3,28 Tonnen. Ich kann nicht genau sagen, ob das mit oder ohne Personen leer oder voll ist. Aber Fakt ist, wenn ihr da zu zweit einsteigt, Gepäck und vielleicht sogar noch ein Motorrad mitnehmt, seid ihr gewichtsmäßig auf jeden Fall drüber. Wie die Bühne funktioniert, gucken wir uns gleich an. Wir machen, finde ich, erstmal ganz kurz den Schnelldurchlauf außenrum und gucken, was wir hier auf der Seite haben. Prinzipiell war damals die Idee, wir wollen unbedingt ein silbernes Auto haben und das in dem Schwarz-Silber immer wieder im Kontrast mit dabei haben. Deswegen haben wir zum Beispiel so verrückte Sachen gemacht, wie uns aus Amerika hier diese Fender Flares nannten sie die damals. Das ist nicht original, also das ist original Mercedes, das hier oben nicht. Damit man diese Radläufe hat, wird das einfach, das ist im Prinzip nur geklebt, vorne und hinten, um das Ganze von der Optik ein bisschen offroadiger und passender zu dem Auto zu haben. Und ich finde, es steht zum silbernen Auto echt gut. Der hat damals alles bekommen, was ihr ab Werk haben könnt. Schnorchel, Geländereifen, alles das, was da geht. Und dann haben wir eben noch ganz viel andere Sachen zusätzlich mit eingebaut. Was haben wir hier auf der Seite, was ihr als Option sehen könnt? Das Fenster ist serienmäßig. Hier sehe ich schon durch, der hat eine Alarmanlage drin mit den ganzen Kontakten an den Fenstern. Er hat zusätzlich das Fenster in der Nasszelle, das ist damals nicht serienmäßig gewesen. Wir haben eine Sogtoilettenentlüftung, wir haben eine Außendusche, wir haben eine Dieselheizung. Also es ist nahezu alles da, wonach das Camperherz schreit. Und wir machen jetzt mal hinten die Klappe auf und dann würde ich sagen, fangen wir heute wirklich mal von hinten an und tauchen langsam ins Auto rein, damit ihr am Ende wisst, ob das euer Lastrada Regent erst werden soll oder ob ihr lieber auf die nächste Chance hier auf dem Kanal wartet. Ja, das Auto, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit für ein Video, ich will euch auch nicht langweilen, aber wo immer wir lang gehen, hier sind echt so viele Optionen, dass ich mich ranhalten muss, überall durchzukommen. Reserverad auf der Hecktür, gab es damals ab Werk noch nicht mit dabei, das haben wir irgendwann 2 oder 3 Jahre später nachgerüstet. Denke ich, eine super praktische Sache, weil gerade wenn ihr eine echte Geländebereifung fahrt, so wie hier, die Räder ja nicht mehr unten drunter passen, das heißt, die müssen auf die Hecktür und da hat Lastrada ja die eigene Lösung. Sucht ihr übrigens was Eigenes oder was anderes, schaut euch mal unsere Overland-Lösung an, die wir da auch mit im Angebot haben. Das, was ich eben gesagt habe, diese Bühne kann 170 Kilo tragen. Die ist links und rechts arretiert, das habe ich jetzt eben schon mal aufgemacht. Und dann muss hier nur noch so ein Stift gezogen werden. Und dann könnt ihr sie voll beladen mit dem schweren Motorrad drauf nehmen und komplett zur Seite schieben, dass ihr wirklich die Tür am Motorrad vorbei aufmachen könnt und hier ins Fahrzeug reinkommt. Also denke ich auch eine super komfortable Lösung. Aufpassen, das Motorrad wird natürlich nicht einfach nur so festgemacht, sondern es gibt dann hier noch 2 Halter und man muss quasi in dem Urlaub für sich entscheiden, ob ich sage, ich will hier Fahrräder drauf haben und komme mit dem einen Halter klar oder ich will richtig ein Motorrad drauf machen. Dann muss aber eventuell das Reserverad ab, damit ihr beide Halter und das Profil oben habt. Für denjenigen, der das ernsthaft möchte, können wir uns gerne im Detail drüber unterhalten und dann schauen wir uns an, was die richtigen Lösungen sind. Wenn ihr sagt, die Bühne selber will ich gar nicht haben, haben wir hinter der Bühne nochmal eine Anhängerkupplung. Die ganze Bühne ist nämlich nur mit diesen beiden Vierkantrohren links und rechts am Fahrzeug fest. Die kann man auch komplett abnehmen. Also nicht nur verschieben, sondern auch komplett abnehmen. Wenn wir dann die Tür aufmachen, was ja jetzt bei der Bühne auch so wunderbar funktioniert, haben wir gleich den ersten Blick hinten in den Raum rein. Ihr seht schon, wir haben modern eingerichtetes Auto. Wir haben Polsterstoff, Holzdekor, Beton. Und welcher Stoff oder Leder dazu kommt, seht ihr nachher im vorderen Teil. Das heißt, da dürft ihr, ach nee, das wisst ihr ja schon, weil wir schon ein paar Bilder von innen gezeigt haben. Leder schwarz, also eine ganz moderne Einrichtung. Und auch hier geht das mit Ausstattung gleich weiter. Wir haben einen Wechselrichter, der 1500 Watt Leistung hat, also ein richtig großer letztendlich, der ganz viel kann. Wir haben hier den normalen Gaskasten, da passen 2 Gasflaschen rein. Da werden bei euch wahrscheinlich immer nur eine mitfahren.
weil wir eine Dieselheizung, einen Kompressorkühlschrank, eine Lithiumbatterie und eine Solaranlage haben. Gas brauchen wir wirklich nur zum Kochen und das ist dann gar nicht viel. Ich finde, einen ganz guten Indikator, wie so ein Auto genutzt wird, bekommt man auch hier, achso, wie bei den anderen Autos, wir haben noch keinen Handgriff an dem Auto gemacht. Also es ist eine ganz, seht ihr vielleicht auch nachher, wenn wir das Dach nochmal angucken, eine ganz offene und ehrliche Kommunikation, dass ihr wirklich sehen könnt, was ist gut, was muss man vielleicht nochmal machen. Aber so ein Stauraum ist, finde ich, immer ein ganz guter Indikator, wie es aussieht. Der hat hier natürlich, hat man so vereinzelt irgendwo kleine Spuren, weil Sachen ein- und ausgeladen werden. Aber im Großen und Ganzen sieht der gut aus. Bei Lastrada typisch, wenn du da einmal um die Ecke guckst, ist immer beim Regent die Technik-Ecke hier hinten. Das heißt, ihr habt da Ladegeräte, Solarregler und alles schön zentral in der Ecke gesammelt. Hat man also auch, wenn man irgendwo mal was schauen will, alles zentral mit dabei. Und damit man das Auto gut stilllegen kann, haben wir da diesen roten Knopf vorne noch nachgerüstet. Das ist wie so ein Hauptknochen, mit dem man die Batterie komplett stilllegen kann, wenn man das Auto mal eine Weile nicht benutzen will. Und da der in meiner Garage stand, hat er dann über die Solaranlage kein Licht bekommen. Ansonsten ist das hier hinten ein normaler Regent S. Das Bett kennt ihr alles. Was bei Gebrauchten, glaube ich, bei Lastrada ganz schön ist, ist, dass die Bezüge alle komplett abnehmbar sind und waschbar sind. Das heißt, egal wie gepflegt ein Auto ist, natürlich kommt irgendwann ein gewisser Abnutzungszustand mit dazu. Und bei so Matratzen ist das wahrscheinlich angebracht, die einfach nochmal rauszunehmen, einmal komplett zu reinigen oder reinigen zu lassen, um es dann richtig schön zu haben. Zu den Lautsprechern sage ich später vorne noch was. Und ich finde, wir gehen jetzt mal zur Schiebetür und gucken da rein, wie es vorne drin aussieht. Bevor wir reingehen, muss ich euch noch zwei Kleinigkeiten zeigen. Zum einen bin ich gerade mit meinem hochmodernen Profiltiefenmesser einmal rumgelaufen, habe mir die Reifen ein bisschen angeguckt. Die haben alle zwischen 7,5 und 9 mm Profil. Das ist nicht so unendlich viel. Das sind auch so von Produktionsdatum her, müssten das die ersten Reifen sein, die drauf sind. Zustandsmäßig sind die noch in Ordnung. Ich weiß ja, wie das Auto hauptsächlich genutzt wurde. Das ist im Prinzip Autobahn und Langstrecke. Weil wenn man jetzt sich die Aufkleber genauer anguckt, da sind viele Aufkleber von Rennstrecken mit dabei für historischen Motorsport. Und das war mehr oder weniger ein Begleitfahrzeug. Und das ganze schwere Gerät ist auf anderen Wegen zur Rennstrecke gekommen. Aber hier sind überall noch so vereinzelte Aufkleber. Der eine findet sie cool, dafür lassen wir sie vielleicht drauf. Für den nächsten nehmen wir sie hier runter. Das dürft ihr euch aussuchen. Was ich noch mit dazu sagen will, ist hier vorne auch, wenn wir so ein bisschen gucken. Wir haben alles, was Mercedes damals an Licht angeboten hat. Das heißt, wir haben die Bixenon-Scheinwerfer. Wir haben die Nebelscheinwerfer, die dann gleichzeitig so ein Abbiegelicht sind. Wir haben die Scheinwerferreinigungsanlage, also alles, was man haben will. Und da das dem Vorbesitzer oder dem Erstbesitzer noch nicht genug Licht war, haben wir irgendwann nochmal den Frontbügel hier montiert und da auch die Lightbar draufgesetzt. Bei der Lightbar muss einem ganz klar sein, dass das in Deutschland schwierig ist, weil das nur eine Lichtquelle ist, die ist in dem Fall, glaube ich, nicht eingetragen. Müsste man mal in die Papiere schauen. Und wenn wir uns hier einmal niedrig klein machen, das kleinste, unauffälligste Extra ist das hier unten. Aber das ist das, was damals mit Abstand am meisten Nerven gekostet hat und auch mit Abstand am meisten Geld gekostet hat. Wir haben hier eine Seilwinde drin. Das ist eine Warnseilwinde. Das ist der Marktführer bei Seilwinden. Ich habe mir das vorhin noch mal rausgesucht. Ohne dass die Firma Togo da irgendein Cent Geld daran verdient hat, hat diese Seilwinde schon 2016, ihr müsst nochmal den Aufschlag der letzten 6 Jahre draufrechnen, 6.500 € gekostet. Also das ist schon richtig ein Brett. Sieht, wenn er im Licht steht, ganz cool aus. Ich glaube, dass er in der Praxis selten benutzt wurde. Aber schön, wenn man es hat, falls ihr irgendwo mal still liegt. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob wir das hier sehen können, wir kommen mit der Kamera, glaube ich, so nicht auf den Boden, deswegen müsst ihr das einfach mal glauben. In dem Zusammenhang, wo wir das gemacht haben, haben wir auch von Mercedes die Unterfahrschutze, die man dort haben kann. Ich glaube, es sind auch damals 2.500-3.000 € gewesen, die da reingeflossen sind, dass der mit diesen Rutschblechen unten auch verkleidet ist. Dass, wenn man wirklich mal auf Island, so in dem ursprünglichen Einsatzgebiet für so einen Allradler, dass man, wenn man dort aufsetzt, sich eben nichts kaputt macht. Also er ist zwar nie so richtig offroadig benutzt worden, aber technisch gesehen ist er für alles vorbereitet. So ein Bullfänger hier vorne bringt auch ein bisschen Probleme mit sich, das muss einem auch ganz klar sein. Der stört die Frontsensoren.
Das ist so ein Für oder Wider. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es will. Aber in dem Augenblick, wo vorne ein Bullfänger ist, funktioniert das mit den Frontsensoren nicht mehr ganz so cool, wie das sein sollte oder wie das ursprünglich mal war. Dementsprechend zeigen die jetzt im Prinzip an, das, was vorne im Weg ist. Das muss einem an der Stelle nur bewusst sein. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wir von außenrum sehen können. Nach oben gehen wir nachher nochmal. Wir sind ja jetzt hier so schön in unserem neuen Studio für die ganzen Autos. Erst das Studio, wo ich drin sitze, jetzt das Studio für die Autos. Wobei das tatsächlich leider nur unsere Werkstatt ist. Hier müssen wir morgen früh wieder geräumt haben, damit weitergearbeitet werden kann. Aber jetzt hereinspaziert in den Lastrada Regent S. Sieht schick aus, oder? Ist auf jeden Fall eine total moderne Einrichtung. Und ich finde bis heute, dass diese Kombination aus Beton und Lederschwarz, die ihr ja immer noch so bei Lastrada bestellen könntet, das Velour, das ist alles, noch das Gleiche. Und ich finde, mir würde der ganz gut stehen. Aber die Kinder, die Familie, es funktioniert einfach nicht für uns in so einem 6-Meter-Auto. Wenn kein Aufstelldach oder GFK-Hochdach oder sonstiges drauf ist. Deswegen lasse ich an dieser Stelle irgendwelchen ein, zwei oder maximal drei Leuten den Vortritt, damit ihr für euch das richtige Fahrzeug habt. Im Prinzip hat sich am Regent S von dem Grundriss über die letzten Jahre nichts geändert. Und gerade durch die Gebrauchten, die wir jetzt für die Kunden vermarkten, sehe ich, wie viele Regent S wir in den letzten Jahren verkauft haben. Und bin da auch einigermaßen stolz drauf. Und vor allem denke ich, es ist immer noch schön zu sehen, dass die Fahrzeuge jetzt, wir haben 2016er Erstzulassung, 17, 18, 19, 20, 21, 22, also ist quasi 6 Jahre alt, auch 6 Jahre, knapp 50.000 Kilometer später, das Auto immer noch echt gut dasteht. Klar, ihr habt Gebrauchsspuren. Hier ist mal so ein kleiner Umleimer, wo so Kratzer dran sind. Das bleibt nicht aus. Das sind ja auch Nutzfahrzeuge im weitesten Sinne. Aber man kann sich immer noch richtig wohlfühlen. Und ich könnte mir für mich immer noch gut vorstellen, dass das ein Auto ist, wo jemand richtig viele schöne Reisen mitmacht. Wenn ich so den Blick hier nach links ins Cockpit rüberschweifen lasse, sehe ich eine der Sachen, die uns damals... Ich sehe, dass das eins der Projekte ist, die mich damals echt viel Zeit gekostet haben. Was viel Spaß gemacht hat, schöne Grüße an denjenigen, der es mit mir zusammen gemacht hat. Es hat mir viel Spaß gemacht, auch bei den anderen Autos. Aber der Kampf, hier vorne ein originales Mercedes-Radio reinzubekommen, das Lastrada zu erklären, dass der Kunde kein nachgerüstetes Radio haben möchte, sondern ein originales Radio. Der Kampf um jedes Kilo beim Gewicht, das waren schon viele Sachen, an denen wir uns gerieben haben und am Ende aber ja ein tolles Ergebnis hinbekommen haben. Und das ist ja alles das, was zählt. Und das originale Radio sorgt jetzt halt dafür, dass es irgendwie immer noch zeitlos aussieht. Wenn ich mir den Vito Tura angucke, der heute draußen vor der Tür steht, der hat ein ähnliches Radio heute noch drin. Und so haben wir halt mit dem, ich glaube, das ist eine Becker-Navigation, das ist sicherlich nicht mehr ganz State of the Art, was man heute haben wollen würde, aber es passt halt perfekt rein. Es integriert die Lenkradfernbedienung gut. Und all diese Dinge sind da richtig schön mit dran. Ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sehen. Der hat schon, das ist glücklicherweise das Baujahr, wo schon die SKA-Sitze reingekommen sind. Ich will nicht schon wieder drauf rumhacken, aber ich sitze verdammt gemütlich drauf. Man wirft den originalen Serienmusikanlagen vor, dass sie vom Sound nicht so richtig cool sind. Deswegen haben wir hier ein Jenat-Soundsystem drin. Wer sich ein bisschen mit Wohnmobilen und Musik auseinandersetzt, wird immer auf Jenat als High-End-Lösung stoßen. Also wir haben vorne immer Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner in den Türen. Und damit wir da noch ein bisschen Druck wegnehmen, hat der Wagen hier einen zusätzlichen Subwoofer bekommen und auch hinten ein 2- oder 3-Wege-Lautsprechersystem, sodass insgesamt immer ins Verhältnis Wohnmobil gesetzt hier eine richtig gute Soundqualität drin ist. Ansonsten haben wir die normale Lastrada Sitzbank, wie ihr sie kennt, die hier auf der Achse verschiebbar ist, dass man sich eben auch dort gemütlich hinsetzen kann. Und sonst hier würde ich sagen, keine besonderen Vorkommnisse. Jetzt lasst uns mal Küche und Nasszelle anschauen, wie es da weitergeht. Ich habe jetzt so viele Regent S vorgestellt, ich fühle mich fast so, als wenn ich einen eigenen hätte. Auf jeden Fall kann ich sagen, was wo ist. Hier haben wir natürlich ein bisschen älteres Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier noch den klassischen Dreiflammenkocher, den Lastrada bis vor 3 Jahren ja in nahezu allen Fahrzeugen eingebaut hat.
Was man auch dazu sagen muss, so ein Auto, wenn wir das jetzt für die Kunden vermitteln, dann läuft das bei uns einmal nochmal durch die Werkstatt und wir checken natürlich die ganzen Dinge, die dran sind und prüfen das und auch so Kleinigkeiten. So das typische Problem dieser Kocher ist, dass diese Kocherfüße an dem Gummi immer abscheren. Das ist, ich nehme mal eins raus, dann kann man das vielleicht ein bisschen genauer sehen. Ja, ist ja hier auch genau so. Hier sind scharfe Kanten an dem Ding selber. Die stecken in Gummifüßen und durch das Rein- und Rausziehen, wenn man alles reinigt, macht man die quasi kaputt und irgendwann sind sie einfach verschlissen. Hier sieht man das auch. Ja, mindestens 5, 6 sind hier auch hinüber. Die muss man regelmäßig mal austauschen. So Kleinigkeiten machen wir in dem Zuge natürlich automatisch mit. Das regeln wir auch mit den Vorbesitzern. Da müsst ihr euch also keine Gedanken drüber machen. Ihr könnt also davon ausgehen, dass das Auto so, wie es kommt, alles, was drin ist, technische Funktion erstmal da ist. Also wir haben einen ganz normalen Gaskocher, so wie in jedem anderen Lastrader auch. Dann haben wir die normale Bordelektrik, kennen wir auch, brauchen wir uns jetzt nicht angucken, das Truma CP Plus Bedienteil, das heißt, ihr könnt die Heizung super feinfühlig einstellen, den Boiler separat steuern, das Gebläse ansteuern, alles machen, wie ihr wollt, also auch echt viele Sachen. Was eine absolute Besonderheit im Regent S ist, ist das Ding hier. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist doch der normale Doppelventilator für den Kühlschrank. Sag ich ja, prinzipiell richtig. Faktisch ist das aber was man eigentlich nur macht, wenn man Absorberkühlschränke hat. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass wir hier einen Kompressorkühlschrank haben. Das heißt, wir haben so ein bisschen Netz und doppelten Boden eingebaut. Auch ein Kompressorkühlschrank kühlt natürlich effizienter, umso besser er die Abwärme hinten wegbekommt. Und um ihm bei richtig heißen Temperaturen irgendwo auf der Rennstrecke, wenn das Auto in der prallen Sonne steht, noch ein bisschen helfen zu können, ist dann eben der Ventilator da, der die Wärme vom Kühlschrank auch nochmal mit abtransportiert. Wir haben eben schon beim Kochfeld gesehen, das sieht richtig gut aus. Der Kühlschrank, guckt mal da auch nochmal mit rein, hier um die Ecke. Ich mache uns sogar mal Licht an, dann habt ihr auch noch was zu sehen. Tiefkühler hier oben auch. Also das ist halt alles klar. Benutzt, man sieht eine Spur, aber was soll's. Die Spuren würden auch kommen, wenn ihr es benutzt. Oberhalb des Kühlschranks hier oben in dem Rollfach haben wir noch eine 230 Volt Steckdose eingebaut. Das ist mir vorhin, als ich mir die Ausstattungsliste noch mal kurz angeguckt, ist halt auch echt viel, was wir an Kleinkram gemacht haben. Ihr habt zum Beispiel, damit der Wechselrichter wirklich überall benutzt werden kann, habt ihr hier 230 Volt, die ist eigentlich nicht serienmäßig da. Hier 230 Volt, die gehört bei Lastrada immer zum Serienumfang. Dann haben wir irgendwo eine Sitzgruppe hier oben, nochmal 230 Volt und daneben nochmal eine Doppel-USB-Steckdose. Also auch da wirklich einmal USB neben der 230 Volt Steckdose. Hier haben wir eine klassische 12 Volt Steckdose. Und wenn ich das recht entsinne, ich check das mal kurz. Genau, was ihr jetzt nicht sehen könnt, hier oben die Ecke ist nochmal 230 Volt und nochmal Doppel-USB. Das heißt, ihr habt wirklich in jeder Ecke des Autos USB zur Benutzung und 230 Volt. Und durch den Wechselrichter, der ja eine sogenannte Vorrangschaltung mit drin hat, das heißt, der erkennt, ob ihr auf dem Campingplatz angeschlossen seid. Wenn ihr frei steht, könnt ihr einfach, irgendwo wird hier, genau da oben ist das Bedienteil, könnt ihr über das Bedienteil den Wechselrichter einschalten. Dann habt ihr 230 Volt mit maximal 1500 Watt Leistung. Und 1500 Watt ist halt schon die große Dimension, womit ihr in der Regel Kaffeemaschinen, Staubsauger macht man inzwischen nur noch mit Akku, Kaffeemaschinen, Föhn, Toaster, all diese Dinge. Aber prinzipiell geht es am ehesten um den Föhn und die Kaffeemaschine, die da sind. Dabei darf man natürlich immer die Gesamtenergiebilanz nicht aus dem Blick verlieren, dass über die Batterie auch ausreichend Strom dafür da ist, weil der beste Wechselrichter euch unterm Strich nichts bringt, wenn die Batterie leer ist. Hier haben wir mit einer 90er Lithium-Batterie nicht unendlich viel, aber schon ausreichend Strom drin. Lastrada typisch haben wir die Saloon-Türen zur Nasszelle hier gegenüber und haben die ganz normale Regent S Nasszelle, die ihr schon aus diversen anderen Videos auch kennt. Eine Duschmöglichkeit, das ist alles klein und kompakt, aber das funktioniert. Da haben wir schon mehrfach drauf gesessen. Hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, die ganz normale Abnutzungserscheinung kann man, der Toilettenspülknopf hier vorne in der Mitte, der das ist was sich bei Dometic immer mal wieder löst. Da gibt es inzwischen sogar die Folie, die drauf ist als Ersatzteil. Das heißt, auch die können wir da einfach nochmal draufkleben. Und dann sieht auch das wieder gut aus. Hat auch erstmal nichts mit der Funktion zu tun, sondern nur mit der Optik. Wenn ich mich so umgucke, neben der ganz normalen Abnutzung, hier ist vielleicht noch eine Kleinigkeit, die wir uns einmal, wenn wir schon so ein Auto zeigen, ach nee, guck mal, das ist nur ein kleiner Kleberest.
Das machen wir noch in Ruhe sauber und in Ruhe mit weg. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, würde ich einfach sagen. Ein schönes Auto. Ihr schaut jetzt nochmal ins Bett. Ich komme von hinten nochmal mit dazu, dass wir gemeinsam ich euch nochmal zeigen kann, wie man es wegklappt. Aber dann haben wir eigentlich auch schon gesehen, was der Regent S so kann. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Ausstattungsliste, was ich vergessen habe, euch zu erzählen. Und das komplettieren wir gleich. Und dann müssen wir unbedingt noch aufs Dach gucken, weil da auch mehr drauf ist als normal. Ja, ich habe mir meinen Spickzettel nochmal mit dazu geholt. Ich glaube, ich habe alles, was wichtig ist, gesagt. Wir haben alles, was da drauf steht, gesagt. Was man, wenn ihr euch dafür interessiert, klickt unten auf den Link zur mobile.de-Anzeige. Da geht es um Technikpakete, die auch drinstehen. Lasst euch nicht von den aktuellen Preislisten durcheinander bringen. Die Technikpakete mit dem Facelift des Sprinters vor 2 Jahren hat Mercedes bzw. auch Lastrada die Technikpakete komplett neu zusammengestellt. Das heißt, das Technikpaket 1 und 2, was wir hier drin haben, hat nichts mit dem zu tun, was ihr in der heutigen Preisliste findet. Also lest wirklich, was drin ist und geht nicht von dem aus, was ihr aus der heutigen Preisliste wisst. Wir haben darüber gesprochen, dass der Wagen Automatik hat. Wir haben Allrad gar nicht so ausgiebig thematisiert, weil man das automatisch sieht und weil es einfach mega cool ist und das der Grund ist, weshalb man dieses Auto haben will. Licht haben wir drüber gesprochen. Ich habe noch nicht gesagt, aber es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass der Wagen eine Klimaanlage vorne mit drin hat. Was man nicht sehen konnte bisher war, dass wir sogar eine verstärkte Lichtmaschine mit dazu genommen haben. Das heißt, die größte Lichtmaschine, die Mercedes im Programm hat. Wir haben Sitzheizung, Fahrer, Beifahrersitz. Die Alarmanlage, die drin ist, ist nicht nur so, dass sie die Türen überwacht und die Fensterkontakte überwacht, sondern auch noch ein GPS- und GSM-Modul drin hat. Das heißt, wenn ein Alarm ausgelöst wird durch Öffnen, ich weiß nicht, sogar die Klappen haben Sensoren mit dran, durch Öffnen eines Fensters oder einer Klappe, dann wird in dem Augenblick, wo der Alarm ausgelöst wird, an euch beziehungsweise an, ich glaube, bis zu 10 Telefonnummern, die ihr definiert, ein Alarm geschickt mit dem aktuellen Standort des Fahrzeugs. Also auch da die GPS-Überwachung. Wir haben hier hinten im Bettbereich noch einen separaten Gasalarm. Der ist da in der Ecke, den ihr jetzt nicht seht. Das müsst ihr einfach mal glauben. Und den Rest haben wir alles so gesehen. Das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, und die Seilwinde habe ich mehrfach thematisiert. So klein, so unscheinbar, so teuer, so cool sie zu haben. Was wir noch nicht gesehen haben, und das ist das, womit wir dieses Video dann am Ende auch abschließen, ist das Dach. Und bevor wir jetzt nochmal hochgehen, für diejenigen, die sagen, finde ich cool, ist aber vielleicht doch noch außerhalb meines Budgets. Ah, apropos Budget, wir haben noch überhaupt nicht über den Preis gesprochen. Tun wir auch nicht, weil der Preis noch nicht feststeht. In dem Augenblick, wo wir das Video jetzt filmen, ich muss mich morgen erstmal mit den Vorbesitzern abstimmen. In dem Augenblick, wo das Video online geht, wird auch der Preis stehen. Und den findet ihr dann bei mobile.de. Deswegen kann ich da auch noch nicht so viel zu sagen. Aber wenn ihr auf der Suche seid nach einem jungen Gebrauchten, überhaupt nach einem gebrauchten Fahrzeug, das wurde in den letzten Tagen oder Wochen immer mal unter den Videos kommentiert, wenn wir für Kunden schöne Autos vermitteln, so wie dieses, so wie neulich den Touran Vario, davor den anderen Regent S und ja übers Jahr gesehen immer mal wieder, dann stellen wir die Autos vor. Wie ich das schon so oft gesagt habe, weil ich denke, es ist für euch spannend zu sehen, wie Leute die Autos zusammengestellt haben, als sie sie gekauft haben, wie sie nach einer gewissen Nutzungsdauer aussehen. Und deswegen unbedingt dran denken, Kanal abonnieren, weil gerade gute Gebrauchte halt echt schnell dann wieder uns verlassen bzw. schnell verkauft sind. Und das kriegt ihr eben, wenn ihr so ein Video abonniert habt, kriegt ihr das automatisch mit. Bei mobile.de kriegt ihr in der Regel nicht direkt einen Reminder aufs Handy, jetzt ist ein neues Auto online. Das, glaube ich, ist eine ganz schöne Verknüpfung, wenn man es hat und vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. So. Wir gehen jetzt hoch auf unsere Empore, damit wir nochmal das Dach von oben sehen können, damit ihr auch wirklich wisst, worauf ihr euch hier einlasst. So, ich brauche jetzt keinen Kameramann. Ich mache das jetzt alles alleine. Ich kann sogar alleine Treppe steigen. Die Technik ist so toll. Wollte ich zumindest mal ausprobiert haben. Ich hoffe, das wird jetzt scharf. Das hier ist unser Lager für denjenigen, den es interessiert. Irgendwann machen wir mal eine richtige Roomtour. Und das ist das Dach vom Regent S. Und da mir das zu anstrengend am ausgestreckten Arm wird, holen wir Vladi jetzt wieder mit dazu. Ja, und das sind jetzt die letzten 15 Sekunden. Na, wahrscheinlich wird es mal wieder einen kleinen Tick mehr. Wenn man aufs Dach guckt, das meiste, so wie es ist, ist serienmäßig da gewesen. Wir haben die Solaranlage, die Dachhauben sind alle serienmäßig mit da. Man sieht, dass wir das Dach nochmal schön waschen, bevor ihr das Auto bekommt. Da ist doch noch der ein oder andere Fleck drauf, aber das wird alles weggehen. Was wir noch gemacht haben, ist, ich guck mal kurz, hier an der Seite seht ihr die
die silbernen Schienen. Das ist von der Firma Zölzer. Das ist ein Dachrelingshersteller, so eine Grundträgerschiene, die wir drauf gebaut haben. Und damit man eben Stand-Up-Paddleboards, Surfboards und all solche Dinge draufpacken kann, haben wir die Querträger mit drauf. Das sind 4 Stück, die kann man auch runternehmen. Ist wie, so wie das ganze Auto, so ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser geplant ist. Ihr könnt alles damit machen und wenn ihr es nicht benutzen wollt, könnt ihr es abnehmen. Ihr könnt die Bühne abnehmen, ihr könnt den Frontbügel abnehmen, ihr könnt hier die ganzen Dachreling-Teile abnehmen. Also macht aus diesem Auto, wie es zu euch passt. Wenn dafür noch irgendwas fehlt, kriegen wir das sicherlich hin. Das erlebe ich, was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt gerade bei dem anderen Regent. Was euch einfällt, setzen wir gerne mit euch um. Aus meiner Perspektive ist dieses Auto ziemlich voll ausgestattet. Das Einzige, was man vielleicht noch ergänzen könnte, wäre eine vernünftige Internetantenne mit einem Router. 2016 war die Technik da einfach noch nicht so weit, da haben wir das damals einfach noch nicht gemacht. Aber vielleicht genießt ihr ja auch, gerade wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, dass ausnahmsweise man mal nicht so viel online ist. Ein bisschen Digital Detox und wie die ganzen Buzzwords, um noch ein weiteres mit eingebaut zu haben, aktuell heißen. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin digital mit Input versorgen. Gleichbleibend, hoffentlich in hoher Qualität, bis wir gemeinsam ein schönes Weihnachtsfest haben und dann eben auch im nächsten Jahr. Und ich bin gespannt, was wir uns Spannendes für die kommende Woche ausdenken. Deswegen seid mit mir gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute, bis bald.